Genau. Macht hier alles platt. So, Verteidigungsstellungen. Listen up now. Gut, jetzt haben wir also zwei Teile des Artefakts. Hervorragende Arbeit, Zwerg. Mögen eure Feinde in ewiger Qual vergehen. Wir müssen an eurer Einstellung arbeiten. Jetzt bleibt aber noch ein Bruchstück übrig, richtig? Richtig, es befindet sich im Besitz des orangenen Magiers. Da müssen wir uns wahrscheinlich gut vorbereiten. Lass uns zur Suche nach diesem Magier aufbrechen, wenn wir soweit sind. Gut, aber erstmal reißen wir hier alles ein. Der hat hier unten auch noch Anti-Teleport-Dinger. Das ist nicht so toll. Sage ich jetzt einfach mal. Was ich hier leider auch immer noch nicht habe, sind Mauerwerk und Drachenblut. Naja, gut. Ich sichere hier mal alles noch ein bisschen ab. So, mein Arbeiter, der läuft hoffentlich darüber. Sehr gut. Und ja, das wird der Magikus sein. Und ja, ich nenne ihn mal den Magikus. So. Errichte mir hier Barrikaden und dann brauche ich noch 4 Jungzwerge. Die kann ich einfach mal so anfordern. So, wie viele Barrikaden fehlen noch? 3. Dann verbarrikadier mal hier schon alles. Wobei, die letzte kannst du hier so errichten. Während ihr die Teleportaktivatoren hier zerstört. Und dann gibt es nur noch die beiden hier unten. So, ein Forschungspunkt brauchen wir noch. So, euch alle schon mal Militär machen. Was zur Hölle? Okay. Wow. Erstmal das erforschen und dann putt da mal einen Deckel drauf. So. Das fand ich jetzt nicht so lustig. So, dann schaffe ich mir mal hier die Level 1 Militärzwerge. Und bring die mal nach da unten. Dass die da bewachen können.
So. Oh, du bist ja auch noch hier oben. So. Gut, dann schnappe ich dich, dich und dich. Und da ist das Ganze dann auch gleich abgehakt. So, das heißt, ich kann die beiden verkaufen. Kann mir die Level 1 Militärzwerge mal schnappen. Da war, glaube ich, ein Falscher dabei. Egal. Kann mal gucken, wo du bist. Du bist hier. Du bist eins. Du bist falsch. Okay. Kein Problem. Du bist da in Ordnung. Das Loch können wir wieder aufmachen. Du siehst nicht ganz so in Ordnung aus. Du bist aber schon mal angeschlagen. Ja. Gut. Erstmal den Arbeiter. Kann hier ruhig da was machen. Ja, du brauchst nicht trainieren. Du bist schon super stark eigentlich. Deswegen schnappe ich mal dich und dich. Und wir haben wieder 4 Forschungspunkte, aber nichts mehr zum Erforschen. Yay. So, mach jetzt mal den Weg nach da unten. Ready. So, und jetzt setze ich alle auf den orangenen Magier. Besiegt den orangenen Magier. Quest Complete DEFCON 2. Okay. Wir konnten den Ork und den Goblin-Anführer besiegen. Beide trugen ein Teil des Artefakts bei sich, das wir benötigen. Jetzt fehlt uns noch ein Bruchstück, das sich anscheinend in den Händen des orangenen Magiers befindet. Der Magier dürfte sich irgendwo tief unter der Erde aufhalten. Für dieses letzte Bruchstück sollten wir unsere Soldaten kampfbereit machen und dann angreifen. Jo. Ja, und die wirft mit Dolchen. Okay. Wow, die ist aber schon ziemlich stark, ey. Hey, listen. Danke, keine Stimmen mehr. Gute Arbeit, nutzlose Sklave. Kleiner Zwerg, meine ich. Schnell, habt ihr das letzte Artefaktstück erlangt? Attention. Jawohl, ich habe es bereits. Das Artefakt scheint aber überhaupt nichts zu bewirken. Listen! Nach all dem war das reine Zeitverschwendung? Nein, ich habe deine eine böse Idee. I will rip off your beards! Was kommt jetzt? Besiege den orangenen Magier, haben wir getan. Haben dabei wieder 2 gute Zwerge verloren. Aber wir können uns den Kristall holen. Hiermit könnt ihr zur Westseite vom Windhaff reisen.
Dort hält sich Magikus höchstpersönlich auf. Wir müssen dort hingehen und dieses Ding wieder in Betrieb nehmen. Listen up. Wahrscheinlich. Wir müssen trotzdem dorthin. Wenn dieser Magikus wirklich so mächtig ist, wie ihr meint, können wir dann wirklich einfach so dort hineinspazieren? Nun ja, er ist so mächtig wie gerissen, das kann man nicht von der Hand weisen. Dennoch würde er uns nicht bemerken. Warum nicht? Nun ja, ein Zwerg wie ich hat natürlich noch ein paar Asse im Ärmel. Im Bart. Ihr seid beim Weiten der merkwürdigste Zwerg, der ich je begegnet bin. Und ich bin immerhin König Vater begegnet. Jo. Gut, wir haben das Level abgeschlossen und können zurück zur Welt. Yay. Wir haben Einfluss, wir haben viel Einfluss gekriegt und den gelben Kristall. Sehr schön. Und dein neues Gebiet. Also, wo ist jetzt dieses Artefakt? Ich habe gehört, dass die Magier es Dämonenkugeln nennen. Warum ist ihnen kein ominöserer Name eingefallen? Aber was bewirkt sie denn? Und wie können wir damit Magikus aufhalten? Ihr habt den gelben Kristall genommen, nicht wahr? Dann könnt ihr jetzt also zum westlichen Teil von Winterf reisen, wenn ihr bereit seid. Dort werdet ihr eine große Gruft finden, in der sich Gerüchte zufolge etwas Merkwürdiges zutragen soll. Etwas Furchterregendes. Ja, ihr Untote. Wichtig ist aber, dass ihr dort auch ein Labor finden werdet. Dort werdet ihr die Dämonenkugel mit Energie versorgen können, und sie in Betrieb, um sie in Betrieb zu nehmen. Okay, gucken wir erst einmal, dass wir unseren Punkt in Glück investieren. Mehr Rohstoffe pro Rohstoffblock, das ist sehr nice, nämlich. So, dann können wir uns angucken. Der gelbe Kristall hat den Weg nach Ostwindhaf geöffnet. Also dieses hübsche Gebiet hier. Und ja, in Helland sind wir fertig. Unsere Zwerge bewachen weiterhin die Nordgrenze. Ein paar Arbeiter sind hier am Arbeiten und Faulenzen. Und ein paar weitere Truppen bewachen das Testgelände. Jo. Das heißt, für uns geht es jetzt im Westwindhaf weiter. Orte, das Labor und die Katakomben. Der westliche Teil Windhaf war ursprünglich fast identisch zum Ostteil. Nun verdirbt ein Übel hier den Boden und lässt das Land selbst langsam verfallen. Einige sagen, es liege an den Knochen der Drachen, die hier während des großen Krieges fielen, die nun den Boden verfluchen. Okay. Wir haben zwei Orte. Einmal das... Die Katakomben wahrscheinlich hier und das Labor hier. Die Katakomben. Hier wurde eine der drei größten Städte von Vanaheim errichtet. Ihre unterirdischen Bauten erstreckten sich kilometerweit und man munkelte, dass am Ende des großen Krieges das gesamte Land unterhüllt war. Diese Bauten wurden aus den widerstandsfähigsten Materialien errichtet und ein großer Teil von ihnen sollte heute unbewohnt sein. Wer weiß, was sich dort befinden mag. Also ja, erstmal sehen wir hier jede Menge Orks. Hier. Goblins hier. Ork-Häuptling hier. Und Geysire, sowie auch in Ostwindhaf. Jo. Und dann haben wir die neue Gefahrenzone, nämlich Westwindhaf. Dort ist der gelbe Magier zu Hause. Dies war der Ort, an dem die Drachen zum letzten Mal gegen die Magier kämpften. Letztere wurden bis an diesen Punkt zurückgedrängt, wo sie für die Entscheidungsschlacht mit vereinten Kräften eine mächtige Falle schufen. Diese Falle ließ die Drachen wahnsinnig werden und die Magier standen als Sieger da. Sie nahmen das Gebiet schnell in Besitz und begannen damit, zahlreiche Experimente an den Drachen durchzuführen. Och, das ist aber gemein. Aber ja. Wenn man sich die Welt so ansieht, wenn ich rauszoome, wird sie immer mehr von Zwergen kontrolliert. Wieder zum Glück. Also es gibt nur noch zwei Gebiete für uns. Vier Missionen. Gut. Aber erst einmal, bevor wir jetzt mit den Katakomben anfangen, gibt es einen kleinen Cut wie immer. Also, bis dann.